Was soll das sein? Was soll uns das vermitteln? Meine Kleine sagt, ist das ein Popo? Ein Po-Gesicht. Schaut mal die Bilder hinter mir. Wenn man näher rankommt, dann kann man einen Schriftzug lesen. AK-47. Was soll ich dazu sagen? Ich habe einen Chinesen gemalt aus der Serie AK-47. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Bilder. Acryl auf Leihwand. Die meiste Kunst ist ja zum Nachdenken da. Was soll uns das sagen? Also ich interpretiere jetzt etwas da rein. Die Schlange lacht über diesen Mann da hinter mir. Und wisst ihr wieso? Das zeige ich euch jetzt. Wir sind Pillermann. Hi, Bro. Cool, ich habe vorhin mich über mein Handy lustig gemacht, da wo er die Skulpturen als Pflanzen erkannt hat. Hier sagt er zu mir Wasserfall. Ja? Das würde ich jetzt bestätigen. Also für mich ist es auch Wasserfall. Diese Bilder finde ich auf jeden Fall sehr amüsant. Der Chinese hier, der macht auf jeden Fall einen sehr lustigen Eindruck. Ganz ehrlich, nur unter uns, ne, wieder mal. Was soll mir das sagen? Blumenkohl, Chinese mit zwei Bohrmaschinen. Hat er die ganzen Löcher hier gebohrt? I don't know. Was meint ihr? Was soll dieses Bild symbolisieren? Schreibt in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, wie viele Kommentare ich kriege. Ich bin zuerst ziemlich zügig an diesem Bild vorbeigegangen, aber dann glücklicherweise nochmal zurückgekommen. Und wisst ihr wieso? Schaut mal aus der Nähe, wie geil das aussieht. Schau mal, hier ist ein Schädel, eine Glühbirne, ein PC-Lüfter. In solche Schläuche. Und hier kann man Dinosaurier, Fernglas. Sehr interessant. Wir sind ja in so einer Halle, ich weiß nicht, was früher hier war, aber ich gehe davon aus. Also wie man Industrie, wenn man so mit Metall denken kann. Und überall sind Kunstwerke. Und dann habe ich diese Mauer gesehen. Und die beeindruckt mich teilweise mehr als die Kunstwerke hier. Schaut mal. Weiß einer überhaupt, also ich weiß es nicht, muss ich wahrscheinlich googeln, aber was hier früher mal war, das sieht echt wie eine Werft aus, also ich weiß nicht, Wasser ist ja auch in der Nähe.
lasst euch nicht hängen, Menschheit, ihr da draußen. Kommt, steh auf, lasst euch nicht hängen. Lasst euch nicht hängen. Dieses Kunstwerk ist auf jeden Fall hammergeil. Finde ich echt toll. Heißt Gebot der Venus. In der Mitte ein nacktes Weibchen. Also ich finde es nicht toll, weil es nacktes Weibchen ist, sondern weil es proportionstechnisch 1 zu 1 ist und danach werden die Proportionen immer heruntergebrochen und ganz außen ist die Person ganz flach. Sieht richtig schick aus. So, ich bin gerade in unserem Raum, hier ist ganz dunkel und in der Mitte steht ein Stuhl. Und was macht man, wenn man da reinkommt? Man setzt sich hin. Und wieso machen wir das denn? Weil da ist Wasser auf dem Stuhl. Guck mal. Und wer sich reinsetzt, der hat nassen Arsch. So ein Scheiß, ey. Ich bin ja in dem Raum, da wo der Stuhl war, auf dem Stuhl mich hingesetzt und natürlich ist mein Arsch jetzt tierisch nass. Das ist auch sehr interessante Kunst. Netzstrumpfhose oder ähnlicher Stoff. Dahinter ist eine Pflanze und so sieht das aus. Schaut mal. Ich schwöre, ich war das nicht. Das war schon so. Als ich hier reinkam, lag es hier schon auf dem Boden gebrochen. Ja. Also, bitte, 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 sag das nicht weiter. Also dieses Kunstobjekt habe ich nicht verstanden. Ich habe mich hingesetzt und habe diese Frau, dieses Gesicht bestimmt 10 Minuten angeguckt, ohne zu blinzeln. Ich habe zuerst gedacht, das ist so ein Wettbewerb, wer am längsten ohne Blinzeln auskommen kann. Ich habe verloren. Also die hat das drauf. Die hat das richtig gut drauf. Nicht einmal geblinzelt in den 10 Minuten. Richtig geil. Respekt. Langsam komme ich auf die Spuren von dieser Halle, jetzt nochmal zu der Halle, nicht zu der Ausstellung. Ich glaube, das war hier unter anderem eine Gießerei. Hier sieht man Hochofen. Also hier wurde wahrscheinlich Stahl gegossen. Und ganz ehrlich, also wenn man die Wände anguckt und diese Atmosphäre, das, man spürt schon, dass es ja, Industrie hoch 10 ist. Staubig, dreckig. Die Wände sind schwarz oder die Decken, richtig eingebrannte Partikel über die Jahre. Dieser Bereich ist auf jeden Fall mein Lieblingsabschnitt auf dieser Kunstausstellung. Hier werden die Sinne so richtig auf Hochtouren gebracht. Alles gespiegelt. Man weiß teilweise gar nicht, wohin man laufen soll. Beziehungsweise
von Mann gegen eine Wand läuft. Aber ich muss echt ganz vorsichtig hier immer schön die Hand draufstecken, dass ich nicht gegen die Wand laufe. Guck mal. Da bin ich. Hohoho. Guck mal hier. Was sagt ihr, wie weit geht das nach vorne? Also es ist wirklich, also Köpfchen genügt so richtig. Also es, die ganzen Sinne, die Augen, alles dreht sich hier. Also wirklich beeindruckend. Faszinierend. Ist echt geil. Ich habe jetzt nur von außen erstmal ein paar Fotos gemacht. Aber dass man hier drin herumlaufen kann, das wusste ich vorher nicht. Und das ist echt geil. Wahnsinn. Und die ganzen Farben hier, die ganzen Spiegel und die Lichter, das ist wirklich sehr viele Reize wirken auf einen. Also ich denke mir mal, ein Epileptiker würde ich hier gleich Anfall kriegen. Echt Wahnsinn. Also das, dieser Raum ist schon den Eintritt wert. So, wie komme ich jetzt hier raus? Das ist richtig geil. Oh, gefahren über den Ausgang. Spitzenklasse. So, jetzt habe ich fast alles gesehen. Jetzt kann man sagen, der Umfang von der Ausstellung ist sehr gut. Also man kann wirklich, ich schätze mal, 2 Stunden mindestens hier verbringen. 4 wären es auf jeden Fall empfehlenswert. Also die Ausstellung ist toll, kostet 14 Euro pro Person. Und man kriegt wirklich relativ viel zu sehen. Also das ist, hängt von einem selber ab, wie viel man laufen möchte. Weil die Halle ist richtig groß und die Ausstellungsfläche draußen ist auch sehr groß. Also da muss man wirklich ein bisschen laufen. Aber es ist wirklich sehr interessant. Auch hier das mit den Bögen. Gehen nach oben und fliegen weg. Dieses Köpfchen nennt man Thinker. Thinker. Ich glaube, Thinker heißt Think ist Denken. Also Denker. Kommt hin. I don't know. Kann man nicht. Aber sieht auch beeindruckend aus. Schöne Scheiben, die haben geschrieben. Aber wurde alles CNC geschnitten. Man sieht das mit dem Brenner schön alles einprogrammiert. Die Scheibchen rausgeschnitten. Ist das Kunst? Kunst, das zu programmieren, ja, aber. Jo. Ich bin ein Kunstwerk. Hast du gut gemacht. Eine Kutschenfahrt gefälligst? James, bringen Sie uns hier weg. Hallo. Schaut mal, ein Seeigel. Die habe ich beim Tauchen gefunden. Die Lebendigen sind schwarz und haben solche Stacheln. Und wenn die absterben, dann werden die weiß. Das ist nur ein Skelett, das ist weiß. Das ist wie Muschel, kann man auch so in der Hand zerdrücken. Aber immer total geil, habe ich zu Hause welche liegen. Eine Fanfrage. Wie viel PS hat diese Turbine? Lösung? 1
PS. Gesundheit. Ein Krabi auf vier Füßen. Das ist auch cool gemacht. Schön aus kleinen Stöckchen oder so ein dreidimensionales Bild erschaffen. So, jetzt machen wir noch mal ein paar Fotos mit Schmetterlingsflügeln. So, das war unser Besuch bei der NordArt Kunstausstellung. Mein Fazit, ja, es ist toll. Man kann das ruhig besuchen. Es ist viel zu sehen. Kann man sich echt stundenlang mit den ganzen Kunstwerken beschäftigen. Jetzt sind wir fertig. Ich fühle mich wie diese Affe jetzt hier so kaputt gelaufen. Vielleicht bestimmt ein paar Kilometer gedreht. Jetzt gehe ich das Auto holen und dann fahren wir nach Hause. Vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Besucht diese Ausstellung. Kann ich nur empfehlen. War sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.